unseren Zuschauern zu Hause zwei weitere Konsonanten liefern? Das G wie Gustav bitte und das T wie Theodor. Gut, dann warten wir ab, was hier die Maren umdreht, wie oft diese Buchstaben heute zu sehen sind. Das T ist einmal und das G ist dreimal. Ja, so sieht das Ganze aus, meine Damen und Herren. Morgen geht es weiter mit zwei weiteren Buchstaben. Und bleiben Sie dran, nach Ende dieser Sendung wird der glückliche Gewinner bekannt gegeben von der letzten Woche. Bis zur nächsten Runde, bis dann. Das war's. Meine Damen und Herren, es lohnt sich dran zu bleiben, denn nach der Sendung wird der glückliche Gewinner bekannt gegeben unseres Zuschauerspiels. Bis gleich. Wenn Sie, liebe Zuschauer, sich beim Bistro Glückser bewerben wollen, dann schreiben Sie direkt an Sat1 Glückserpass von 1912/17/1919 oder gehen Sie Sat1 Sektor Videotext von Sat1 Seite 320. Na, sehen Sie, schon ist ein neuer Glückstagmonat eröffnet. Möge er viele strahlende Gesichter erleben, viele Freudentänze und Jubelschreie und ganz besonders viele spannende Rätselrunden. Ich habe sogar ausgerechnet, 90 normale Runden, 30 Superspiele und 30 Bonusrunden liegen vor uns. Und Preise für ca. 2 Millionen Mark. Ist das was? Ab morgen wieder. Tschüssi. Ja, liebe Zuschauer, jetzt kommt der spannende Moment, auf den Sie alle zu Hause schon gewartet haben, unseres Gewinnspiels, zweite Runde von Air Marine und Alpha Tours. Viele richtige Einsendungen haben uns erreicht und jetzt sind Sie wahrscheinlich gespannt, was war denn das Rätsels Lösung? Hier ist es. Maren, Dankeschön. Christopher Columbus war die richtige Lösung, haben auch viele richtig eingesandet, sind Sie wahrscheinlich gespannt, na, habe ich jetzt gewonnen, habe ich nicht gewonnen, es gibt natürlich nur einen glücklichen Gewinner und hier ist die Adresse, bitteschön. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß bei der Reise, wünscht das gesamte Glücksrad-Team, falls es heute nicht geklappt hat, den Kopf nicht hängen lassen, es geht ja diese Woche weiter mit unserem Gewinnspiel, also dranbleiben, es lohnt sich. Bis dann.